vor der Abreise gen Westen hatten wir noch Sachen zu erledigen und ich wollte mir auch in San Cugat noch einmal das Benediktinerkloster, das bedeutendste Bauwerk dort ansehen. Das geht zurück auf das 9. Jahrhundert und die Kirche auf das 12. bis 14. Jahrhundert mit einem romanischen, sehr großen Kreuzgang. Außerdem hat mir San Cugat bei einer kurzen Durchfahrt sehr gut gefallen. Es sieht gepflegt aus, es ist grün und man sieht sofort, dass hier nicht die ärmsten Leute wohnen. Der Ort selbst ist wie Terrassa zum Beispiel auch im Hinterland von Barcelona, gehört aber noch dazu und geht zurück auf eine römische Festung im 4. Jahrhundert nach Christus. Auch hier geht es ein bisschen hoch und herunter, jedoch ist der Ort selbst auch wunderbar für Shopping und hat Restaurants jeder Art. Man findet viele kleine Geschäfte, ob Modegeschäfte, Handwerk etc. Der Ort ist umgeben von sehr viel Grün und beliebt auch bei Wanderern und Naturliebhabern. Und mir hat das Gemütliche gefallen, ganz besonders der Platz vor der Benediktinerabtei oder Kloster. Außer den vielen Bildschirmen, was die EM anging, tobte dort auch das Leben. Es waren Orchester dort, die spielten, Trommelformationen, die durch den Ort liefen. Und wir haben uns niedergelassen zu etwas ganz Leckerem, Süßen und haben einfach die Atmosphäre genossen. Also jederzeit empfehlenswert, dorthin mal einen Abstecher zu machen. Eine völlig verrückte Sache in Terrassa mussten wir auch noch angucken vor der Abreise, die folgt. Ich hoffe, die Bilder konnten euch einen kleinen Eindruck verschaffen. Es ist wert, dort mal hinzufahren. Danke fürs Zuschauen und als nächstes kommt, glaube ich, die Verrücktheit in Terrassa.